Oh, das ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das geht. Bei Lady Anna? Nee. Nee, kannst du auf den Bogenschützen rechts? Geht das? Komm ich drauf? Ja. Aber der ist gesegnet und inspiriert. Ist doch egal. Jawohl, geil. Das ist das, was wir gebraucht haben. Perfekt. Dann versuche ich Lady Anna einzufrieren. Mhm. Perfekt. Fehlgeschlagen. Aber dann verlangsame ich sie zumindest. Ich kann sie ein verschleiern wahrscheinlich. Okay, du kannst nichts mit der machen. Okay. Gut, dann kümmere dich mal um den Hayo hier. Und verkrüppelt. Und er hat schon fast kein Leben mehr. Sehr gut. Sehr gut, du heilst dich schon. Dann... Ich... Mach mal vielleicht eine Feuerlinie zu dem komischen Typen. Versuch den irgendwie einzukreisen, dass er die ganze Zeit durch Feuer laufen muss. Zu diesem Diederik? Ja, ja. Ich mach beim nächsten Mal einfach Regen, das ist okay. So. Ich muss mich hier unter Feuer setzen. Ich hätte einen Schritt nach links gehen sollen, aber egal. Irgendwie sowas. Oh. Oh, sehr schön. Sehr gut. Und er brennt noch hinterher, der kleine Drecksack. Okay, Bogenschütze, nee, geht ja nicht sehr gut. Ab auf, ja. Kollege. Was hat denn der für eine Sonderfähigkeit? Die Spinne? Ja. Die kann nur was gegen das, der, also die kann diesen Spinnenbiss, aber der Terramant ist immun dagegen. Ah, okay. Das hatte ich probiert das letzte Mal. Oh, jetzt greift er den an. Sehr gut. Sehr gut. Das ist das, was wir wollten. Jawohl, die Rentni ist auch verbrannt. Oh, und sie greift den Jäger an. Oh, das ist gut. Sehr gut. Er ist natürlich verwirrt. Alles gut. Er beschwört irgendwas. Ein Kämpfer, okay. Kriegen wir auch noch platt. Alles gut. Okay, der schießt auf. Okay, ich bin kampflos. Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben noch hier einen. Please work. Ja. Jawohl. Ich nicht. Ich kann mich besprechen. Nice. Okay. Töte ihn. Nice. Oh, perfekt. Das ist gut. Und jetzt geht sie auf ihn drauf. Okay, wir machen. Kann. Ach nee, diese Lady, die war eh immun gegen alles sowas wie. Gefühlt, ja. Ja, okay. Versuchte einfach mal so beizukommen. Okay. Die hat eh noch brennen, das ist okay. Okay. Der ist verwirrt. Der wird angegriffen oder was? Nee. Oh, der trifft die Wand, jawohl. Ach, sehr gut. Idiot. Er greift. Ah, sie greift ihn an. Ah, okay. Das ist der Vorteil an. Ja, verzauberten Gegnern. Ist super. Okay, einfrieren, fehlgeschlagen, jawohl. Vielleicht gehabt. Okay. Meiner wird angegriffen, das ist okay. Ja, okay. Ja, und hau drauf. Warm your blood, so good of taste. Ding dong, ding-a-ling-a-ling. We'll drink and drink. Ding dong, ding-a-ling-a-ling. Oh, du bist so nervig. Oh ja, Querschläger. Nice. Sehr gut. Guter Schaden. Kann ich mal auf sie, weil ich würde sie einfach gerne aus dem Weg haben. Ja, weg ist sie. Ich kümmere mich mal um ihn. Sehr gut. Okay, sehr gut. Kann ich ihn noch angreifen? Nein.
krüppel ihn vielleicht. Jawoll. Pech gehabt. Sehr gut. Jetzt. Oh, okay, der Bogenschütze ist wieder ready. Der kann wieder angreifen. Der Bogenschütze rechts. Der Bo... Ah, okay. Ich würde den erstmal vernichten, so gut es geht. Der Hofjäger ist das? Ja. Perfekt. Bogenschütze weg. Passt. Hat lange okay. gut gedient. Ich mach mal den. Nice. Okay. Perfekt. Okay, die Runde läuft gut gerade. Oh. Ach, Eiselementar. Kannst du gleich gut, mal... dass ich mich gerade kalt hab. Ja. Ja, ich setz das gleich in Brand. Unterkühlt. Ja, oh nein. Nicht eingefroren. Sehr gut. Die Spinne ist super. Die Spinne. Die bekommt Spinne ist Beste. Alles ab. Au. Oh. Ist er durch? Ne, er ist noch dran, ne? Ne, ich bin dran. Ah, okay. Ja, da, da. Können wir bitte auf den... Können wir bitte auf den... Können wir... Ich glaube, der Schwertkämpfer wird das größte Problem sein. Der ist nämlich aufgetaut. Ja, auf den will ich gerade schießen. Ich kann nicht auf den Schwertkämpfer schießen, weil dieses Eiselementar direkt vor mir steht. Oh nein. Und ich will mich nicht bewegen, weil der Boden ist eingefroren. Aber das kann ich ja machen. Oder Ria kann das. Na, ja, wobei, nee, Ashgan kann das tun. Das geht schon. Fetch. So. Okay, gut. Sehr gut. Wenn du den jetzt vernichtest, wärst du super. So. So. Weg ist er. Danke. Und Ashgan heilt sich. Weg. Wann kommt Ria? Bei mir ist die Leiste oben, Buggy. Bei mir auch. Gleich okay. danach. Was kann sie? Ich glaube, sie haut einfach drauf. Ich hoffe, das Erdelementar ist dann. Eiselementar ist dann. Hat nie ausgereicht. Der? Jetzt bist du dran. Okay. Jetzt bin ich dran. Random Bewegung. Weg. Perfekt, so muss das. So muss das. Der blöde Hafensänger, ey. Hättest du dem gar nichts ausgemacht, oder? Doch, doch, natürlich. Okay, gut, ich hab's gerade. Okay, ich bekomme den Charme, das ist voll okay. Und der macht inspiriert. Oh, der heilt sich dadurch ein bisschen, okay. Nicht gut. Ah, da ist noch der Hofterramant. Den habe ich ja vorhin noch umgeknockt. Ich muss Ria dringend heilen. Ich überlege gerade, wie wir am besten weitermachen. Aber warte kurz. Ich gönne mir das jetzt mal und heile sie kurz. Ah, sehr gut. Das ist zumindest ein bisschen was wert. Kann ich da nochmal auf ihn schießen? Nee. Okay. Nee, wird sich genug Punkte. Macht nicht so viel Schaden, aber... Kritischer Treffer, aber er ist nicht gestorben. Toll. Weil ich wollte eigentlich jetzt Teleport anwenden. Warte mal, wie viele hat sie denn? Sie hat 8 Punkte. Was kostet Teleport? 7. Weil ich wollte den Typen wegteleportieren. Der nervt. Dann werden wir einen Treffer aushalten müssen. Weil sie ihn jetzt erstmal umbringen will. Oh, warte mal. Okay. Mist. Warte. Das Problem ist, sie hat Hindernisse im Weg, deswegen kann sie es nicht machen. Ich probiere es trotzdem. Hat ausgereicht, sehr schön. Perfekt. Okay, der ist niedergeschlagen. Sehr gut. Jetzt kannst du dich entweder um den Hofterramanten kümmern oder um den anderen. Ich gehe mal auf den Hoftaramanten. Der muss. Wenn der weg ist, dann haben wir viel gemacht. Kann ich nicht nochmal weiter? Ich würde. Ja. Ich kann auch jemanden verstärken.
Ich würde mal mich verstärken, ja. Ganz dumm, weil ich das Schwächlingsding bin. Ja, okay. Das ist eine gute Idee. Weil sonst bin ich eh gleich wieder tot. Ja. Ja, ja, ja. Super Idee. Er greift. Okay, er holt, er verstärkt ihn. Ach, er verstärkt. Und er segnet den. Ist nicht schlimm. Wir teleportieren ihn einfach weg gleich. Und Vergiftung ist fehlgeschlagen. Sehr gut. Gott sei Dank. Er haut ab. Der Typ ist so nervig. Ja, weißt du was? Ich komme an den anderen gerade eh nicht dran. Sehr guter Schuss. Gut. Haben wir nochmal? Ach, schade. Kacke. Okay, ich überlege, kriege ich den so? Müsste ich ihn kriegen. Okay. Das reicht aber nicht. Dann verlangsame ich den halt. Sehr gut. Dann geht er uns nicht mehr auf den Keks. Sie kann ihn nochmal versuchen umzuboxen. Ja. Fehlgeschlagen. Schade. War einen guten Versuch wert. Okay, sie wird wohl mit ihm in den Nahkampf gehen müssen. Ah, vielleicht erst nächste Runde? Ja. Das genau, weil ich... Warte mal, ja. Ich hab... Ist jemand betäubt verlangsamt von uns? Nee, ne? Nein. Nee, nicht neben. Okay, gut. Was? Okay. Rias. Was macht eigentlich beschleunigt? Oh, hast du einen Feuerball? Guck mal, der Terramant steht in Feuer. In Gift. Nee, ich hab nicht. Mm-mm. Feuergranate, irgendwas, womit du ihm den Terramanten das wenigstens... Warte, Feuergranate ist ein Stichwort. Müsste reichen. Aber so müsste gehen. Perfekt. Hat zwar nicht... Hat, doch, es hat ihn doch brennt. Ja, da ist er weg. Oh, sehr gut. Okay. Ah, okay. Sie bekommt Besuch von einem Schwertkämpfer. Das ist okay. Okay. Du, was macht eigentlich beschleunigt? Aua. Schnellere Angriffe. Ah, okay. Oh, Medora kriegt jetzt aber auch Ärger. Sehr schön. Ich mach den da. Okay, das hat, glaube ich, keinen Sinn. Vielleicht eher auf die Richtung, ne? Oh, du hast die Fähigkeit ausgemacht. Ah, ich dachte, ich hätte sie nicht an, aber es... Ja, egal. Vielleicht benutzt du beim nächsten Mal ein Special File, so als Idee. Ja, mach ich. Auf jeden Fall. Oh, klappt das bitte. My wish is your command. Ja, jetzt habt ihr ein Problem, Jungs. Und ich gehe dir mal ein bisschen aus den Füßen. So. Oh ja, das ist das Beste, ja. So, und jetzt, Kollege, damit du uns nicht weiter auf die Nerven gehst. Easy does it. So. Ah, ich hätte ihn in Feuer legen können, ich Idiot. Stimmt, das wäre noch besser gewesen. Ach, mein Fehler. Naja, gut. Alles gut. Apropos in Feuer legen. Der eine brennt, der Hofnarr brennt. Oh, hast du noch einen Steinschlag? Nee, ne? Nee, ich kann auch nicht mehr. Oh, der kriegt so viel Schaden. Er greift den Schwertkämpfer an, er ist ja so doof. Ah, jetzt ist er unverwundbar, der kleine Drecksack. Naja, lass uns auf Diederich draufhauen, ne? Ja. Ich gucke, dass ich einen Special-Fall gleich raussuche, sobald ich dran bin. Wenn er sich jetzt mal erholt hat. Dieser blöde Hofsänger. Ja, dass der aber auch unverwundbar einfach macht. Oh, okay, ich weiß, du gut, dass die Medora ignorieren. Ich meine, nice. Was haben wir denn? Die arme Medora steht in der Mitte. Einfrieren. Oh, und er ist direkt eingefroren. Einfrieren ist nett. Und nochmal einmal auf den Kopf. Sehr schön. Nun, dann
Wir müssen. Pass nur mit Medora auf, der ist jetzt eine Frostlache, also nicht, dass du ausrutschst. Ja, das ist eine gute Idee. Moment, ich kann jemanden von uns gerade heilen. Ja, Berot oder Medora, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Okay. Ja. Und sie kann. Sie schockt den erstmal. Und jetzt mache ich etwas ganz Weirdes. Kritischer Treffer. Klasse. So, der hat gute Sachen. Er ist unverwundbar. Na, kannst nichts machen, ich würde warten. Ich habe keine Ahnung. Der hat 2 Runden Unverwundbarkeit, danach bekommt er die volle Ladung. Was weiß ich. Der wird auf ihn zulaufen. Das ist okay. Das ist okay. Oh. Der haut immer mehr ab, ey. Der fällt gleich runter. Oh, der drückt mit Euro. Okay. Okay. Der eine hat einfach Furcht bekommen. Okay, sehr gut. Was ist das denn? Er hat Furcht bekommen, der eine. Ich habe Furcht bekommen, oder? Stimmt, du auch. Oh Mann. Wir machen erstmal den weg. So. Wie sieht's denn aus, Kollege? Ist er noch unverwundbar? Ich kann das gar nicht sehen. Oh ja, der ist unverwundbar. Okay. Noch 2 Runden. Oh, warte mal. Ich probiere mal was Weirdes. Und da ist das Eis weg. Oh, das tut mir jetzt aber leid, kleiner Mann. So kann sie noch vielleicht ein. Sie kann sich jetzt nicht heilen. Schade. Na, du kannst sein, dass du ausrutscht, ne? Ich würde einfach warten. Der Kampf ist ja. Ja. Der Diedel-Diedel-Damm wird gleich in unsere Richtung kommen. Oder du schickst eine Ölwand zu ihm. Also so einen Steinschlag in die Nähe von ihm. Das könnte ich natürlich machen. Ui, jetzt ist er aber aus Versehen in Feuer gelandet. Okay. Okay, jetzt ist vorbei. Ich meine, der kommt da halt nicht raus, ohne zu brennen. Ja. Beziehungsweise es könnte sein, dass er rauskommt, aber dann kriegt er noch einmal auf den Kopf. Genau. Okay. Ich glaube, ich brauche gar nichts machen. Ist irgendjemand geschwächt, geblendet, stumm, infektiös? Nein. Nö. Nein, nein. Irgendwas sonst nicht? Nö. Ich glaube, ich breche einfach ab, ehrlich gesagt. Entspannt. Der ist doch unverwundbar, oder? Nee, der ist nicht mehr unverwundbar. Nee? Nee. Da! Ah. Na, der steht ja auch im Rauch. Na gut. Ja. Schön. Das hat geklappt. Du siehst die Sachen in der Mitte, ne? Ja. Die kannst du nehmen. Oh, und wir haben den Schlüssel für die östliche Königstruhe bekommen. Oh, sehr gut. Gut, dass wir die westliche aufgebrochen haben. Ja, und nicht die andere. Wenn du das alles identifizieren kannst, wäre ich dir sehr dankbar. Ach, hier sind ja überall noch. Bin schon dabei. Knochendinger. Halt dich, Medora. Ich habe. Oh, ich habe voll gute Stiefel. Plus 1 Initiative und plus 0,5 Bewegung. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Die weiß ich nicht. Brauchst du die? Nicht, dass ich wüsste. Die haben ziemlich gute Schuhe eigentlich. Weil vielleicht wäre das was für Bear Daughter. Ja, dann. Sweet relief. Wäre das okay? Ja, mach. Dann gebe ich dir die hier zurück.
Dann haben wir einen Schild, den gebe ich dir mal. Mhm. Ist das was für mich? Oh ja, der ist besser. Der ist definitiv besser. Okay. Und dann habe ich hier noch Armschienen mit Leben. Warte. Bitte. Oh, und eine Schattenessenz, die bewahre ich mal auf. Ja, die habe ich dir gerade gegeben. Ach, ja. Gift. Das können wir, glaube ich, auch verkaufen. Ja. So. Sehr gut. Medora kriegt die Armschärpen, die du gefunden hast. Ja, gell, die sind, dachte ich, die sind was für sie. Sehr gut. Ich heile uns nochmal durch. Ria muss noch geheilt werden. Ria ist nicht da. Okay. Ria kommt. Ja, ich hab's jetzt schon anders gemacht. Okay, dann haben wir tatsächlich die zwei Bosse erledigt. Aber das ging. Das ging nochmal. Das ging wirklich. Ich meine, das erste Mal war halt auch saudum, weil ich uns alle aus Versehen in Brand gesetzt habe. Ich, also... Nee, das war nicht deswegen. Irgendwie hat das nicht... Wir haben diese Bogenschützen so spät ausgeschaltet. Ich glaube, das war das Problem. Ich glaube auch, aber die zweite Version vom Kampf, die ging total gut klar. Ja. Ich würde aber sagen, wir teleportieren uns gegebenenfalls mal in die Stadt, weil ich müsste vielleicht ein paar Sachen reparieren. Ja. Das ist ein Deal. Und vielleicht machen wir sogar für heute den Sack zu. Ich glaube, dass... guck mal, hier. Wenn wir hier lang gehen, da kommt eine Truhe gleich. Ah, stopp. Wir müssen noch die Königstruhe ausräumen. Sorry. Oh, klar. Boah, gut, dass du es sagst. Ich glaube, hier kommen wir so noch nicht nochmal hin. Also, du kannst sie ja auch aufmachen. Okay. A stitch in time, hey, friends. Hey, warte. Stitch in time, hey, friends. Veredler? Weiß ich nicht, gebe ich dir mal. Mhm. Also, wir haben eine Rüstung. Die Rüstung ist gut. Die ist was für einen von euch, glaube ich. Die ist zu gut. Die ist tatsächlich gar nicht mal so gut. Was? Für uns nicht. Wir haben viel mehr Rüstungswert. Was? Ja. Ja, dann gib die vielleicht Bärdotter. Bitteschön. Ich laufe hier mit 26 Rüstungswert rum. Ja gut. Für 56 und 50. Ach, okay. Ja, Bärdotter hat auch gerade 44. Aber die Bewegungsgeschwindigkeit und so ist besser. Dann das ist vielleicht für sie, ja. Dann kann die hier weg verkauft werden. Okay. Das hier kann auch verkauft werden. Mhm. Und dann war da noch ein Feuerstab. Ganz kurz. Ich glaube, den Feuerstab würde ich vielleicht einfach mal behalten. Okay. Nee. Ich behalte den ich hatte. Sorry, nee, der ist, meiner ist besser. Okay. Dann kannst du mir rübergeben. Sorry. Ja, bitte. Ja, der ist ganz gut, aber ja. Ja, halt ganz gut, aber jetzt nicht so. Genau. Nice, da haben wir super viel wieder zu verkaufen. Meine Güte. Aber wir sind noch immer kein Level up. Das ist bedauerlich. Das ist wirklich bedauerlich. Dabei war der Plan noch ein bisschen zu leveln. Oh, sehr schön. Ja. Aber gut, wir haben jetzt wahrscheinlich schon eine Quest zuvor gemacht. Ja. Warte ganz kurz. Wir müssen hier zum Teleporter übrigens. Ja, ich würde hier die Tür aufmachen. Ah, oh Gott. Oh, da ist eine Falle, warte kurz. Ich kann es nicht entschärfen. Können wir die kaputt machen? Ja, warte mal. Danke. Oh, es brennt. Ja, warte mal. Ich kümmere mich mal drum, warte. Der
Regen ist echt das Beste. So eine einfache Sache, aber... Ja, da hinten ist auch ein... Da hinten ist auch ein Schlüssel. Ah ja, der Schlüssel ist genau dafür da. Weil... hinter der Tür. Aber gut, ja. Aber wir waren ja schon drinne. Da können wir uns ja auch einfach in die Stadt teleportieren erstmal, oder? Ja, können wir. Ich dachte jetzt, wenn wir das kurz aufmachen können. Wohin habt ihr euch teleportiert? Nordtor, ja, ja. Ich gehe mal direkt zum Handelsstand da unten. Es soll ja aber hier auch noch eine neue Stadt geben, ne? Meinst du dieses Dorf, von dem wir heute gehört haben? Ja. Ja, da müssten wir auch hin, irgendwo im Wald, gell? Ja, ja, ja. Aber da müssen wir dann halt gucken. So. Oh, bla bla bla, die redet so viel. Need of a good scrubbing. Fortunately for you, my homebrew tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more, ich glaube, die Schlüssel kannst du jetzt auch verkaufen. Die haben wir auch ausgeräumt. Ja. Might give your system just the shock it needs. Und das gibt auch ein paar Kröten. Danke. Einen Moment. Dieses. Ich habe hier irgendwas gefunden. Wahrscheinlich ein Questgegenstand. Okay. Ja, das gibt doch schon mal ein bisschen Geld. Ich hab auch noch was für dich gleich. Den hier. Der kann auch verkauft werden. Ja. Muss noch einen anderen Händler suchen. Er hier. How lovely to see you again. Nee, und das hier. Ich hab dir noch eine Armbrust zum Verkaufen gegeben. Okay. Jawohl. Und wenn du was verkaufst, dann wäre es super, wenn du Fallenentschärfungszeug holst, wenn ihr habt. Mhm. Wer hat das denn? Hat sie das? Oh nein, zauber die nicht weg, bitte. Oh Gott. What sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Nee, die hat das nicht. Ich guck mal, ob die... Schwurkind slash, ja. Mhm. Wenn er was hat. Oh, hab ich das doch noch verkauft? War ich so doof? Ach, verdammt, jetzt hab ich's doch verkauft. Hm, muss ich gleich nochmal holen, okay. Ah, ich muss eh nur meine Sachen reparieren, alles gut. How gratifying to see you return. Oh, ja, reparieren muss ich auch, stimmt. Ja, die hat Fallenentschärfungszeug. Oh Gott, das ist teuer wie Bolle. Echt? Ja, ja. Nicht gut. Warte mal, ich hab doch... Ach Gott, da kommt diese. Was wollte ich machen? Ah ja, genau, ich wollte meine Rüstung und so weiter. Alles einmal durch reparieren. How gratifying to see you return. You are quickly becoming my favorite customer. Okay. Alles repariert. Da wünschte ich mir eigentlich aber auch sowas wie so ein Schnellreparierungs-Irdöns da. Mhm. Ist ja auch immer blöd, alles auszuziehen. Ja, und dann wieder alles anzuziehen eben. Wie sieht's denn bei Madora aus? Genau, bei Bärdorfer muss ich jetzt auch noch kurz alles reparieren. Das hier. Das wäre nicht schlecht. Sicher, sicher. Okay. Passt.
Okay. Ich habe soweit alles repariert. Sehr schön. Ich finde, der Speer bei Medora ist ziemlich gut, weil dieser Speer halt eine ewig weite Reichweite hat. Ah, das ist super. Okay, ich muss ganz kurz noch ein bisschen was reparieren, dann habe ich es auch. Okay. Hast du Geld? Nicht genug, nein. Okay. Wer bekommt Geld? Bärdotter. Hat sie. Oh Gott. Ja, ja, meine Güte, das kannst du mir ja gleich zurückgeben. Das war's dann schon. Anziehen durchs Folia, weil der Bogen war fast durch. Ja, das Problem hatte ich auch mit meinem Zauberstab. Ja. Weil ich bin mit dem Zauberstab an sich sehr zufrieden. Ja. Ich finde die Sachen, die ich jetzt habe, eigentlich auch sehr effektiv, sehr gut abgestimmt so. Ja. Bei mir halt auch. So, bist du bei mir in der Nähe? Ja. Bitteschön. Nice. Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir dann nur zum Ende kommen? Ja. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und die Rede wieder zu viel. Von daher, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.